Leute, ganz kurze Info in eigener Sache. Diese Wi-Fi-Battle-Streams gibt es jetzt jeden Freitag um 22 Uhr. Guckt im Streamplan vorbei. Den ganzen September werden wir da streamen auf Twitch. Also falls ihr es nicht verpassen wollt, kommt vorbei. Und sonst enjoyt die Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die wieder da waren, für den Support, für die ganzen Donations. Richtig krasse Donations wieder und die Subscriptions und so weiter, ihr wisst Bescheid. Ich war im Wi-Fi Battle ein bisschen überfordert und konnte nicht auf alles so eingehen, wie ich das Ganze gerne gemacht hätte, aber seid sicher, ich bin sehr dankbar und ich freue mich auf die nächsten Streams. Bis dann. Ja, das ist interessant. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe noch 45 Sekunden, um mich irgendwie zu arrangieren. Gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, mit was ich leaden soll, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich wirklich wie ein Noob. Komplett. Ich meine, ich kann den Obvious Lead machen und mit Voltenso leaden. Umbra King wird uns gar nichts bringen in diesem Match. Komm. Machen wir einfach. Zack. Mal wieder richtig typisch mit einer Sekunde. So, und ich glaube wirklich, dass ich die Facecam ein bisschen runterziehen muss, oder? Oder passt die genau da, wo ich die hingemacht habe? Warum habe ich die dahin gemacht ursprünglich? Das muss doch einen Grund haben. Habe ich vorgedacht? Ah, guck mal, ich habe vorgedacht, Alter. So scheiße bin ich gar nicht. Na, sieh mal einer an. Vorder, okay. Alles klar. Ich hätte fast... Ich hätte fast mit Snibuna geleadet, auf dem ich nämlich einen, Dingens hab. Taito, dankeschön für den Resub. Moment mal, was hat er für ein Team noch gleich? Okay. Das Ding hat halt Safe Focus Sash. Alright, dann machen wir den Obvious Play. Wie gesagt, ich hätte fast mit Snibuna geleadet. So, Melody. Ah, das ist Altaria. Das ist ja mal interessant. Leute, ich wäre fast für die HP Ice gegangen. Ich wäre fast für die HP Ice gegangen auf Roserade, aber ich dachte, eine Matschbombe habe ich keinen Bock. So, da kommt der Bedroher. Falls das Ding physisch ist. Bulky ist, Bulky, Alter. Ja gut, dann gehen wir jetzt zu Snibuna. Why not? Und gehen einfach straight für den Eisstarfagel. Ich könnte natürlich auch auf Abschlag gehen. Ich habe aber keine Ahnung, wie gut Shadow Claws spielt. Ob er obvious spielt, ob er nicht so obvious spielt. Hat er Schwächeschutz? Wird ihm at this point wahrscheinlich nichts mehr bringen. Outspeeden tut er nicht. Warte, hier, plus 3 Def. Keine Option. Er switcht wieder raus. Okay, Gladius. Okay, das ist wahrscheinlich sein... Oh, nee, das Ding. Digga, der Abschlag? Also... Ne? Kann man auf jeden Fall machen, Alter. Weil der Evolit ist nachher weg. Ja, dann will ich für Verhöhner gehen. Er könnte Sancto-Klinge haben, ne? That is the problem. Wir gehen raus zu Gajeel. Damn! Er switcht. Hero. Jetzt kommt Cobalion. Okay. Das ist kein guter Switch für ihn.
hatte irgendeinen... Er hat kein Pokémon, was Erdkräfte tanken will. Können straight für Erdkräfte gehen. Außer Altaria, aber in Altaria will er nicht raus. In Altaria will er nicht raus. Volt Switch kann er vergessen. Kampfattacken jucken nicht. Stahlattacken jucken auch nicht. Ich greife nicht physisch an, ich greife speziell an. Er geht für die Tarnsteine, okay. Das ist ein guter Play. Somit ist mein Snibunna... Oh, was? Die Bodenbeere, Alter. Die Schukebeere, okay. Nice Play, nice Play. Behält er das Ding? I don't think so. Ich gehe straight für Erdkräfte, ist egal. Wenn er rausgeht, geht er raus. Wenn er in Altaria geht, geht er in Altaria. Nope, er geht für Iron Head Flinches. Damn, Alter. Holy shit. Weil du so frech warst. Viel Glück, Junge. Was ist... Holy shit, Alter. Tausend Dank für die riesige Donation. Ey, Leute. Wieder mit den Donations, ne? Fuck, Alter, eben Wi-Fi Battle und dann kacke ich wieder ab, Alter. Holy shit, Mann. Tausend Dank. Wünsch dir viel Glück. Danke, Mann. Tausend Dank für die riesige Donation. So, und weil er gerade Cobalium drin hatte, let's go. So, was will er mit Fodder machen? Ich meine... Ehre! Dankeschön für die 100 Euro, mein Dude! Und Real Life Games. Dankeschön für die 45. Resubscription. Wally Lucifer, dankeschön! Flixroos, danke! Dankeschön für den Sub, Mann. Oh, okay. Verstehe. So einer ist es also. Gut, jetzt habe ich einen Sleepfodder. Und sein Blättersturm juckt mich nicht mehr. Oh, Kalypso. Interesting. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht Kalypso? Ich schlage ihr auf jeden Fall ab, was auch immer sie hat. Erste Ex, dankeschön für die 10 Euro, Madutsch. Herzlichen Dank, Leute. Was ist denn mit euch, Alter? Erstes Wi-Fi-Battle und alle komplett am Eskalieren hier, oder was? Holy shit. So, worst case, Scald. Best case. Irgendein Setup Move. Melody kommt wieder rein, okay. Cash Go, dankeschön für den Sub.
Dankeschön, mein Dude, Mann. So, ich gehe für Eisterfagel. Wenn er zum Schwert rausgeht, dann schlage ich ihn nachher ab. Ist kein Problem. Umbra King macht eh nicht mehr viel bei Tarnsteine etc. Von daher, wir müssen Pokémon gehen lassen, Alter. Wir können nicht alle retten. Oh, es ist ein Mega. Was für eine Überraschung. Eissapfere Hagre. Ike. Uff. Flinch? Nope. Body Slam. Und das ist ein Feen-Move, der mich wegballert. Ja. Daran hätte ich denken müssen. Aber okay. Ja. An der Stelle kann ich gerne Scarlet reinholen und ein paar Sleep Turns, ne? Er ist scheinbar physisch und Body Slam wird resistiert. Das heißt, wir tanken auf jeden Fall den ein oder anderen Move. Wir kriegen so ein paar Sleep Turns raus und maybe wachen wir sogar auf. Aber nur, wenn wir Glück haben. So, ich habe keine Ahnung, was das Ding kann. Also, es wird wahrscheinlich HP-Eis können, es wird aber auch Elektroattacken können. Ich könnte natürlich zu Gajeel, aber ich glaube, das Ding hat den Dingens-Move, oder? Kann das sein? Den Z-Kampf-Move? Ich habe das Ding vor 2 Jahren irgendwann mal ganz kurz gespielt, als es rauskam für ein Battle oder zwei. Keine Ahnung mehr, was es kann. Aber ich glaube, das spielt man mit dem Battalium Z, oder? I am not sure. I am not sure, but make your move. Feuerschlag. Wow. Okay. Alright. Interesting. Ja, Gajeel. Gajeel. Ist ein Altaria schneller als ein Nidoking? Es hat keinen Flugtyp mehr. Das heißt, es verreckt, wenn es reinkommt. Er outspeedet mich und er wird den Battalium Z haben. Wahrscheinlich. Ein guter Play wäre wahrscheinlich Gyarados jetzt gewesen. Für den Battalium Z. Aber so real bin ich nicht. Oh! Melody, das ist wieder... Ah, das ist das Ding. Okay, er sackt das Teil. Gut. Zweites Pokémon weg. Ist okay. Er bekommt jetzt die Switch Advantage, beziehungsweise bekommt jetzt ein Pokémon rein, was auch immer er will. Vielleicht Milotic. No, er geht für Fodder. Alright. Ist Nidoking für mich so wichtig? Sein Cobalium ist weg. Das Ding ist, sein Elektro-Pokémon killt Gajeel. Er weiß halt nicht, ob ich Scarf bin, ne? Das ist sein Problem. Ich krieg sein Elektro-Pokémon nur noch mit Mrs. Sugoi weg und das war's dann. Gajeel, ehrlich gesagt, brauche ich aber dennoch nicht mehr wirklich, auch wenn ich Snibuna leider hab gehen lassen. Ja, wobei, wäre halt trotzdem nice, ne? Ah, komm, wir machen den Drecksplay. Jetzt fressen wir zwar einen Blättersturm, aber wir haben Offensivweste. Und okay, ihr Spätzdev-Werte. Das bedeutet, den Blättersturm tanken wir. Und er hat absolut nichts
für diese Psychokinese. Theoretisch sein Duokles, praktisch nein. Mrs. Sugoi ist tatsächlich eins unserer gefährlichsten Pokémon. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Roserade nicht sogar outspeedet. Oh, und er hat den Z-Move auf Roserade. Mein Sleepforder war tot, das heißt, er könnte mich theoretisch einschläfern, ne? Jetzt ist die Frage, was er macht. Säureregen, oh wow. Okay, ja, die Z-Matschbombe reicht auf jeden Fall. Auf minus 2, aber ich habe Offensivweste und der ist auf minus 2. Okay, es reicht trotzdem. Dieses Ding macht echt Probleme, Alter. Es outspeedet komplett mein gesamtes Team. Ja, das ist jetzt, das sackt ein bisschen gerade, to be honest, aber okay. Ey, wie schnell ist Roserade? Ich hätte nie gedacht, dass ein Roserade ein Capufala outspeedet. Ich meine, ich bin eher defensiv und nicht Max Init, aber come on, Roserade? Hat er das nicht irgendwie 90 Init oder so? Ganz komisch. Ich glaube 90, oder? 90 Base Init. So, da kommt Gladius wieder rein, okay. Warum kommt der... Okay. Also ich meine, der Hitzekoller war relativ naheliegend, aber irgendwie, I don't know. Ja, das ist an 90 Init. Selbst schuld, wenn du nicht Full Init bist. Oh je. Gut, was machen wir da? Ich glaube, ich gehe zu Niagara. Ja. Doch, Bedrohr. Wir resistieren Kampfattacken. Wir resistieren Stahlattacken. Maybe könnte er kritten mit einer Schattenklaue. Oh, der Gyro Ball. Okay. Der macht mehr, als mir lieb ist, tatsächlich. So, jetzt ist die Frage. Alright, let's go. Let's do that shit. Let's go. I'm ready for your bitch. Bitch ass. Er hat Toxin. Interessant. Und er trifft auch. Dum 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 dum. Gut, dann habe ich jetzt noch ein paar Ründchen, um den Jungen komplett zu zerstören. Das Gyarados wird jetzt ausrasten und ein bisschen Harakash machen. Ich bin mir nicht sicher, though, ob ein plus 1 Gyarados alles aus seinem Team outspeedet. Ich habe keine Ahnung. Maybe hätte ich für einen zweiten Sword Dance gehen sollen, wobei ich dann aber auch wieder fast verreckt wäre, ne? Ja, ja. Das wäre zu knapp geworden. Okay, sein Seraora ist scheinbar Scarf. Ist es Scarf? Is it though? Oder blufft er? Nee. Warte mal, den Z-Move hatte er auf dem anderen. Hat er vielleicht den Sash? Maybe hat er den Sash. Maybe hat er den Sash. Das Problem ist, dass Gajeel mit einem Kampf-Move oder so dann wahrscheinlich sterben würde. Nee, ich kann nicht reinswitchen. Läuft nicht. Alright, wir müssen drin bleiben. Plasmafäuste, ja. Ja, er ist auf jeden Fall Scarf. Oder? Er muss Scarf sein. Der richtige Move wäre da gewesen, rauszuswitchen, aber ey.
Ja, ich trau mich heute einfach nicht, die ballsy Moves zu machen, ne? So, er hat nichts mehr, was gegen Erdkräfte. Ich meine, ja, sein Wasser-Pokémon, aber Erdkräfte kann Spätzle-Drops machen, ne? Es wird Kalypso kommen. Schade, habe ich keinen Donnerblitz auf dem Ding hier. Ja, das Ding wird halt schwierig. Das Ding wird sehr schwierig. Ich hätte switchen können. Switchen wäre wahrscheinlich der Play gewesen. Ah, ich mache halt die Moves nicht, ne? Es wäre simpel zu predikten, aber ich mache sie halt nicht. Ich traue mich nicht. Aber ich wollte wissen, ob er Scarf ist. Boah, der Junge hat Hydro-Pumpe, Alter. Uff. Oh, Junge. Okay, das war ein Okay-O, Junge. Leben, oh. Pff. Ja, moin, das war's. Hätte dein Nidoking ein Item easy, hat's kein... Oh, lol, ich... mein Nidoking hat kein Item, Alter. Oh, ich habe kein Leben-Orb auf... Warum habe ich kein Leben-Orb auf diesem Nidoking? Warum ist da ein rohe Gewalt-Nidoking in meiner Box ohne Leben-Orb? Das hätte nämlich genau jetzt hätte das nämlich jetzt den Unterschied gemacht. Oh, das war ein Crit, okay. Ja, eigentlich hätte es überleben müssen. Außer vielleicht mit einem absoluten Max-Roll. Alter, Flixtros! Dankeschön für die 25 Euro. So, jetzt kommt das Ding. Kann irgendwie, keine Ahnung, einen Ice Punch raushauen und dann war's das, ne? Ja. Feuerschlag. Ein KP! Oh, es ist Fodder. Okay. Es ist nicht Duo Class, es ist Fodder, was noch übrig ist. Ha! Alright, GG. Duo Class hätten wir noch auseinandergenommen, aber nicht Fodder. Also das Ding hat mich komplett auseinandergenommen. GG. Sehr gut gespielt, Mann. Und das war tatsächlich ein spannendes Match. Ich habe zwar keinen einzigen Predict gemacht. Und ich habe sehr unsicher gespielt. Aber, ey, war okay. War auf jeden Fall okay. War spannender, als es vielleicht hätte sein können. GG. Mit einem KP überlebt, by the way. Das ist crazy. Demnach trotzdem besser, dass wir kein Leben-Orb hatten. Obwohl, naja.